Herzlich willkommen auf dem Kanal von Scrap Hexe. Ich bin Anke. Ich zeige dir heute einmal das Kolorieren mit Stempelfarbe und Wassertankpinsel. Dazu habe ich eine Karte vorbereitet, die wir gleich ein bisschen abwandeln werden. Und gearbeitet habe ich mit dem neuen Produktpaket Handgemalte Blüten. Da gibt es diese Stempel und auch die passenden Stanzformen dazu. Und wir arbeiten mit 4 der 5 neuen In-Colors. Das sind Lodengrün, Celadon, Fräsienlila und Papaya. Ich habe das Material wieder vorbereitet. Und zwar benötigen wir einen Streifen in Seidenglanz. Der ist 10,5 x 29,7 cm und wir falzen diesen bei 14,85. Dazu benötigen wir ein ausgestanztes Stück Aquarellpapier. Das ist aus den bestickten Rechtecken ausgestanzt. Und zwar habe ich da verwendet diese Rechteckform, die ein Außenmaß hat, also die Außenkante von dem Framelit von 7 x 10,5 cm. Dazu brauchen wir zum Unterlegen ein Stück Lodengrün, eine der neuen In-Color. Das ist 6,9 x 10,4 cm und ein Stück Fräsienlila. Das ist 7,4 x 10,9. Und für das Motiv brauchen wir in dem Fall ein Stück Aquarellpapier. Damit fangen wir jetzt auch an. Dazu nehmen wir uns das Motiv zur Hand. Ich habe hier auch das Blumenmotiv verwendet für die nächste Idee und stempel das mit Stess On, weil wir mit Wasser arbeiten. Da brauchst du eine wasserfeste Tinte. Stess On ist wasserfest. Du kannst damit auch auf glatten Oberflächen stempeln. Und ja, das ist dann auch haltbar. Ich stempel es mir mal einmal kurz ab. Ja. Wichtig ist beim Stess On, das trocknet relativ schnell auf dem Stempel, sodass du relativ oft ein bisschen zügiger arbeiten musst, dass du den Abdruck wirklich vollständig hast. So, da haben wir den Stempelabdruck und wir beginnen mit dem Kolorieren. Dazu ist es hilfreich, wenn du dir ein Stück Haushaltstuch dazu legst. Ich fange an mit den Blüten und dort mit Papaya. Dazu nehme ich mir einen Stempelblock her und tupfe mir auf den Stempelblock Farbe aus dem Stempelkissen und nehme dann meinen Wassertankpinsel. Und um zu kontrollieren, ob die Spitze feucht genug ist, gehe ich immer so ein bisschen über meinen Handrücken und dann spürt man das ja schon. Ich denke mal, das siehst du im Video auch, dass es eine gewisse Feuchtigkeit hat. Und dann gehe ich auf meine Farbe und vermale mir diese ein bisschen, sodass ich nicht die konzentrierte Farbe habe, sondern irgendwie heller, weil dunkler werden kann man immer. Aber wir fangen hell an. So, jetzt lege ich diesmal ein bisschen. Und du gehst einfach her und gehst flächig über dein Motiv, was du kolorieren möchtest, gar nicht so zwingend aufpassen, dass es wirklich bis zum Schluss auskoloriert ist. Dann gehst du in den dunkleren Bereich. Du hast jetzt das Motiv schön angefeuchtet und kannst dann mit der intensiveren Farbe reingehen. Und du siehst, wie schön das verläuft und hältst damit Schattierung und erzielst eine gewisse Struktur in der Blüte. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen antrocknen. Wir machen mit der nächsten weiter. Diese drei großen Blüten werden in Papaya bei mir. So. Und auch hier
kannst dich immer ein bisschen orientieren bei diesen Motiven. Zum Kolorieren gibt es meistens auch ein paar Schattierungen oder Konturen und da kannst du dann ein bisschen nacharbeiten. Wenn der Pinsel der zu feucht ist, streifst du es ein bisschen ab auf deinem Küchentuch, nimmst wieder Farbe auf und gehst dann nochmal rein ins Motiv und setzt nach. Du siehst hier, dass es wunderbar verläuft auch. So. Und jetzt gehe ich hier nochmal zurück in den ersten und gehe da nochmal in die Mitte ein bisschen dunkler, weil das jetzt schon etwas angetrocknet ist. So kannst du da nochmal ein bisschen Farbe nachsetzen, ohne dass es gleich wieder zu sehr verläuft. So, jetzt gehen wir hier. Siehst auch einfach grob rüber. Das ist gar nicht wild, wenn es dann irgendwie nicht hundertprozentig bis zum Rand ist, sondern müssen wir jetzt mal hier noch mal ein bisschen Farbe drauf tun. Und dann einfach nachgehen, so ein bisschen. Ich nehme einfach hier diese Striche, die schon mit ins Motiv eingebracht sind, und gucke dann, wie die Blütenblätter oder wo die Blütenblätter noch sein könnten, dass ich da so ein bisschen Kontur gebe und Struktur. So. Gehe jetzt auch noch mal hier oben in die obere Blüte rein, setze da ein bisschen kräftiger nach in der Mitte und mache das unten bei der großen auch noch mal, dass ich dort reingehe. Und also du siehst, es ist kein Hexenwerk. Ein bisschen. So. Also, und wenn du dann die Farbe wechseln möchtest, dann drückst du ein bisschen Wasser raus, streichst den Pinsel aus, bis er keine Farbe mehr hat und dann können wir die nächste Farbe verwenden. So, Urlaub gekürzt. Wir nehmen Fräsienlila zur Hand und drücken uns da auch so ein bisschen Farbe auf den Block und verfahren ganz genauso. Also auch wieder ein bisschen feuchter machen, die Farbe vermalen auf dem Block, dass es hell wird oder dass man nicht so eine starke Konzentration in der Farbe hat. Und du siehst, du kannst einfach leicht rüber gehen und feuchtest im Prinzip dein Motivteil an und setzt den ersten Farbton. Und dann gehst du einfach ein bisschen kräftiger rein und du siehst, wie wunderschön die Farbe läuft. Und ja, deine blutende Form an. Und wie gesagt, immer wieder, wenn es ein bisschen zu feucht wird am Pinsel vorne, einfach ein bisschen abtupfen auf dem Küchentuch. Hier ist schon ein bisschen angetrocknet, aber das macht überhaupt nichts. Wir gehen einfach noch mal ein bisschen drüber und nehmen uns dann das Dunklere auf oder mehr Farbe, intensivere Farbe und gehen da einfach ein bisschen rein. Und das macht einfach diesen, ja, so ein leichter Aquarell-Look. Und du siehst, du brauchst da einfach gar nicht so akkurat arbeiten, weil das wirkt dann im Gesamtbild von ganz alleine.
ein bisschen nach. Und schon haben wir unsere Blüten fertig. Ich streiche den Pinsel jetzt wieder aus, mache den sauber. Mache den Block sauber, um die nächsten beiden Farben verwenden zu können. Jetzt nehme ich die beiden Grüntöne, Celadon und Lodengrün, und setze mir davon auf jedem Block etwas Farbe auf, weil ich die Blätter dann zweifarbig koloriere. So, also hier kommt das Lodengrün. Du siehst, dass diese beiden Farben wunderbar miteinander harmonieren. Also eigentlich alle 5 In-Color-Farben harmonieren dieses Jahr wieder perfekt miteinander. Aber diese beiden Grüntöne haben natürlich so eine, ja, es ist fast eine Abstufung direkt innerhalb der Farben. So, und auch hier gehe ich wieder her und vermale mir den auf dem Block. Verdünne mir die Farbe etwas, weil gerade bei diesen dunkleren Farben ist es dann noch schneller so, dass man so Kleckse oder zu intensiv Farbe setzt. Und auch hier gehe ich nur grob rein und gehe gar nicht so ganz genau in die ins quasi Ausmalen, sondern locker aus dem Handgelenk, sage ich mal. Ja, jetzt wirst du vielleicht auch sagen, ja, die hat gut reden. Nee, ist einfach wirklich eine Übungssache. Du siehst, wenn du da einfach so ein bisschen reingehst und das ein bisschen feucht ist, läuft es von alleine ein bisschen weiter. Machen wir jetzt mal ein bisschen. Und die Farbe sucht sich so ein bisschen auf ihren Weg. Finde ich immer ganz interessant, weil wenn man es dann so ein bisschen Eigendynamik dann auch drin ist, gefällt mir persönlich das gut. Ich meine, das ist nicht jedermanns Sache. Manch einer mag es halt wirklich sehr kontrollieren. Aber auch das kannst du natürlich, indem du deine Pinselstriche dort setzt, wo du halt sie wirklich haben willst, und nicht zu nass arbeiten, aber auch nicht zu trocken, weil wenn du zu trocken arbeitest, ja, kriegst du diese Verläufe nicht so schön hin. Und das ist ja gerade das Interessante auch bei diesem Aquarelleffekt oder bei diesem Wassertankpinsel auf dem Aquarellpapier, dass du, dass diese Farbverläufe da schön herzustellen sind. So, und dann, wenn ich soweit bin, gehe ich einfach noch mal ein bisschen mit dem Lodengrün rein und setze da so einfach nur so an der Blattader lang ein paar Striche. Gehe gleich auch noch mal ein bisschen oben in den, mit, hier unten sieht man es noch gut. Da ist halt das Papier noch feucht genug. Aber wenn ich hier noch mal ein bisschen nacharbeite, siehst du, wie das auch schön verläuft und dadurch die Blätter eine Kontur bekommen oder mehr Struktur, mehr Plastizität, sagen wir es mal so. So. Und wenn du zu viel Farbe drauf hast, streichst du die auch ein bisschen ab, und dann kannst du noch mal hergehen und auch hier so an den Rändern noch so ein bisschen Farbe nachlaufen lassen. Also wenn das mal anfängt, die läuft dann schon nochmal. Also du kannst dann da schon etwas auch nachgehen und korrigieren. Und aber ja, jetzt sind wir soweit fertig. Lassen das ein bisschen antrocknen, bevor wir ausstanzen. Ich lege es mal kurz hier zur Seite. Mein Pinsel mal sauber. Und wischen auch die Blöcke gleich ab. Zumindest grob. Kann ich sie nachher richtig reinigen. So. Dann geht's weiter mit dem Text. Ich habe hier das Danke gewählt
Ich finde, Dankekarten kann man, sollte man schon immer wieder auch schenken. Danke sagen ist nichts Verkehrtes, oder ich glaube, das machen wir sowieso viel zu selten, dass wir Danke sagen. Stempel ich mir einfach aufs Eck auf und schneide das für diese andere Kartenvariation mit der Hand aus. Das ist auch schnell gemacht. Wichtig ist, wenn du die Schere ansetzt, dass du die Schere nicht zumachst, sondern wirklich dir das Papier in deiner Schere drehst. Damit hast du keine Absätze und Kanten drin, sondern hast einen gleichmäßigen Rand und eine gleichmäßige Schnittkante. Zeig dir das gleich nochmal, wenn du jetzt hergehst und immer mit der Spitze schneidest, wird es kantig und eckig und so hast du einen schönen gleichmäßigen Schnitt. So, jetzt ist das etwas angetrocknet hier und wir können das Ganze ausstanzen mit der passenden Stanze. Dazu habe ich hier mal die kleine Stanz- und Prägemaschine. Die passt wunderbar mit auf jeden Basteltisch. Ich nehme das Motiv, lege es auf, hätte jetzt vielleicht auch ein paar Post-its mir parat legen sollen, aber Mut zur Lücke, wir versuchen es so. Also ausrichten, dann die zweite Platte drauf und verschieben. Vorführeffekt, ne? Super. Geht wunderbar. Aber jetzt sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Und dann kurbeln wir das Ganze durch. Ich mache es bei diesem dicken Papier, also bei dem Aquarellpapier, so, dass ich vor- und zurückkurble, dass es auch wirklich durchgestanzt ist, weil das ist schon, aber du siehst, Form geht raus, Papier bleibt liegen, also, und auch von der Ausrichtung hat es gut geklappt. Die Stanze steht mir schon zur Seite. Und wir haben unser Motiv. So, jetzt nehmen wir uns die vorbereiteten Teile noch zur Hand. Unseren Zuschnitt 10,5 mal 29,7 falzen wir in der Mitte, sodass wir die Klappkarte haben. Dann haben wir unser Stück in Fräsienlila. Das klebe ich auf die Karte direkt auf. Dazu verwende ich ein bisschen viel unseren Tombow. Das Schöne am Tombow ist halt immer, dass man da auch noch mal ein bisschen hin und her rutschen kann, wenn es nicht da sitzt, wo es hin soll. Ich habe jetzt hier bewusst das ein bisschen aus der Mitte raus, sodass unten ein etwas größerer Rand ist. Finde es immer ganz nett, wenn das nicht so wirklich symmetrisch ist. So, dann haben wir die beiden Stücke, das ausgestanzte Aquarellpapier und das Lodengrün. Ich klebe dieses ausgestanzte Rechteck mit diesem Stickmusterrahmen klebe ich auf das Lodengrün auf. Ich richte das immer so aus, dass ich diese Mattungen, ich mag das, wenn die ganz fein sind, wenn die nicht so breit sind. So sind die bei mir immer 3 mm länger an beiden Seiten jeweils als das obere Stück, sodass dann halt nur dieser feine Rand rausguckt. Das sind dann 1,5 mm. Gefällt mir persönlich halt sehr gut. Wir setzen das Ganze auf die Karte, diesen Aufleger mit Dimensionals. Und hier setze ich wieder an die kurze Seite 3
und auch an die Lange, weil ich mag das nicht, wenn es durchhängt. Das ärgert mich immer, wenn es dann so komische Beulen schlägt. Und an der Rückseite die Papierchen ab. Und dann können wir das auch schon gleich aufsetzen auf unsere Karte. Hier wieder, also hier habe ich es mittig ausgerichtet, dass der Rand gleichmäßig ist. Und ja, jetzt nehme ich mir dieses ausgestanzte Motiv und ja, bringe das so ein bisschen in Form, gebe dem Ganzen so ein bisschen die Blätter, ein bisschen knicken, dass die einfach ein bisschen plastischer werden. Und dadurch sieht das Motiv dann schon etwas lebendiger aus. So, und auch hier wird mit Dimensionals aufgeklebt, allerdings dann halt nur in der Mitte, weil wir haben ja den Rand nicht hochgebogen, dass wir den gleich wieder runterdrücken und festkleben. So, und dann mache ich es jetzt bewusst so, dass ich das Motiv etwas schräg setze, dass mir das aus dem Rahmen rausgeht, was mir persönlich immer ganz gut gefällt, wenn dieser Rahmen noch mal aufgebrochen wird, obwohl der Rahmen da ist, der dem Ganzen ein bisschen Halt gibt. So, und dann haben wir noch das Danke, was wir ausgeschnitten haben, und da kommen natürlich auch ein paar Abstandspads mit drauf. Also ich schneide mir ein Stück zurecht, was vorne auf das D kommt. Mein Plan ist, das so zu platzieren, dass das hier so drüber kommt. Also hier einfach, und hier drunter auf der schmaleren Seite muss ich doppelt arbeiten, dass ich auf die gleiche Höhe komme. Jetzt gehe ich mal hier am Rand und schneide mir da so zwei kleine Streifen zurecht. Na. Die ich dann hier drauf gebe. Und den zweiten noch dazu. Na, das will nicht. Dann eben so. So. Und das platziere ich mir hier. Das kann gerne, na, wenn man das hier abmacht, das Papier, dann klebt es auch. Und das platziere ich mir auch so, dass es so leicht mit aus der Karte, aus dem rausgeht. Na, dann müssen wir da unten ein bisschen was nachhelfen. Aber kein Problem. Wir nehmen uns hier ein kleines Stückchen, ziehen da schon das Papier ab und setzen das einfach an der Stelle drunter, dass es dort Halt hat. So, jetzt können wir noch ein bisschen ausdekorieren. Dazu habe ich die Schmucksteine in den Incolor 21 bis 23 verwendet und ein paar kleine Pünktchen habe ich hier gemacht, einfach um den Hintergrund so ein bisschen aufzulockern. Mit dem Stamping Right Marker in Schwarz. Und wir gehen jetzt mal her und nehmen hier diesmal dieses Fräsienlila und setzen da wieder eine ungerade Zahl an Steinchen. Die dürfen auch gerne hier aus dem Motiv raus, aus dem Motiv, aus dem Rahmen rausgehen. Und ja, hier oben machen wir das genauso. Und auch oben geht einer aus dem Rahmen raus. Das finde ich, wie gesagt, das finde ich halt schön, wenn das so ein bisschen, und dann zieht sich das so durch die Karte durch. Und wir setzen, da der schreibt, einfach hier noch so ein paar kleine Pünktchen. Entweder in Dreier, in einer Dreierkombination oder halt auch einzelne.
Und auch die ziehe ich hier so ein bisschen mit raus. Da oben setzen wir noch welche hin, dass das einfach so ein bisschen insgesamt aufgelockert ist. So, fertig ist die andere Idee, die zweite Idee zu dieser ersten Karte. Einen kleinen Ausblick möchte ich dir noch geben auf weitere Produkte. Ich habe noch eine Idee mit diesem Blumenmotiv gemacht. Vorher möchte ich dir allerdings noch eine kleine Anleitung zeigen, die ich erstellt habe. Tipps und Tricks rund ums Kolorieren, die kannst du gerne bei mir gegen einen kleinen Unkostenbeitrag bestellen. Melde dich einfach gerne per E-Mail dazu. Und ja, ein weiteres Projekt ist diese Box. Diese Schachteln gibt es im neuen Katalog, sind fertig vorgestanzt. Du musst sie bloß zusammensetzen, auch ohne zu kleben. Hier ist das Motiv mit dabei, auch auf Aquarellpapier mit Wassertankpinsel und Farbe koloriert. Für alle In-Color-Farben gibt es auch dieses wunderschöne Organza-Band, was sich wunderbar zur Schleife binden lässt. Ja, auch dieser Text ist mit drin. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis bald mal wieder. Schön, dass du reingeschaut hast. Tschüss.